Mein Name ist Annika Schröder. Ich bin Klimareferentin beim Hilfswerk Miserio in der Abteilung Politik und globale Zukunftsfragen. Wir unterstützen das Konzeptwerk Neue Ökonomie in einigen Diskursprojekten. Und ich freue mich, dass ich durch diese Veranstaltung führen darf. Wir haben zunächst ein paar technische Hinweise, wie das immer so ist, bevor wir dann in den spannenden Input starten können. Diese Veranstaltung läuft live auf Facebook. Das ist der Grund, warum wir aus datenschutzrechtlichen Gründen... auf YouTube. Vielen Dank, Kai, für die Korrektur. Der Livestream auf YouTube läuft. Insofern die Bitte an alle, die jetzt nicht Sprecherinnen und Sprecher sind, ihr Video auszulassen. Ansonsten müssten wir eine datenschutzrechtliche Vereinbarung mit Ihnen und euch treffen. Ihr werdet also nur uns hier sehen. Fragen und Anmerkungen nehmen wir im Chat entgegen, weil es die Menge der Leute am Ende nicht weiter zulässt, dass jeder und jeder hier seine Stimme selbst erheben kann. Ich bitte auch um Verständnis, dass wir angesichts der Vielzahl der Teilnehmenden diese Sprechzeiten eben nicht einrichten können. Ich möchte am Ende noch darauf hinweisen, auf die Antidiskriminierung, die hier gilt. Alles, was im Chat an Wortmeldungen kommt oder auch gesagt wird, darf nicht diskriminierend sein und wir behalten uns vor, derlei Äußerungen nach Vorwarnung auch zu löschen und sie gegebenenfalls auch auszuschließen. Soweit zu den technischen Hinweisen zuvor und jetzt darf ich auch endlich inhaltlich begrüßen zu dieser Veranstaltung Wege aus der Klimakrise. Deutschland 2050, ein Buch von Nick Reimer, das sich seit Wochen auf den Spiegel-Bestsellerlisten hält. Darin zeichnet er die Zukunft über ein Land, das mit der Anpassung an die Klimafolgen kämpft. Und wie überall auf der Welt sind es selbst in Deutschland 2015 vor allem diejenigen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die am meisten von der Klimakrise betroffen sind. Zum Beispiel, weil es diejenigen sind, die sich dann eben in den Dachgeschosswohnungen in den Städten bei 45 Grad im Sommer durch den Alltag hangeln müssen. Das ist auch in den Ländern des globalen Südens so, wo wir als Miserio arbeiten, in etwa 2000 Projekten derzeit in rund 100 Ländern. Die Ärmsten der Armen sind die, die es am meisten trifft. Und somit ist es eine Frage globaler Gerechtigkeit, dass wir den Klimaschutz hier bei uns gerecht und vor allem schnell und effizient umsetzen. Wenn wir uns 2050 ansehen, dann ist es nach jetzigen Plänen der Regierung auch ein Jahr, in dem wir bereits 5 Jahre lang klimaneutral leben. Die Szenarien dazu, wie wir zu diesem Klimaschutz kommen, werden gerade verfasst, werden in Gesetze gegossen und es fällt auf, dass es sehr viele Pfade gibt und viel darüber diskutiert wird, sie aber vor allem auf technischen Optionen basieren. Da ist die Rede von Wasserstoffstrategie, Energiespeicher, Elektromobilität, vielleicht auch von effizienterer Landwirtschaft, Präzisionslandwirtschaft, da dort das Stichwort. Aber es wird relativ wenig darüber gesprochen, was sonst an gesellschaftlichem Wandel nötig ist. Und so wundert es nicht, dass all diese Klimaschutzszenarien, die da sind, am Ende nicht ausreichen werden, um dann 2045 diese erzielte, gewünschte Klimaneutralität des Landes Deutschlands zu erreichen. Wir sind von daher überzeugt, dass wir die Debatten ausweiten müssen und weiterführen müssen. Und genau dazu dient auch diese Veranstaltung. Wir gehen den Fragen nach, die auch in der Einladung genannt sind. Warum sind diese Szenarien nicht ausreichend? Woher kommt eigentlich dieser Technikoptimismus? Denn nur wenn wir das verstehen, können wir auch darüber hinaus denken. Welche gesellschaftlichen Änderungen sind darüber hinaus möglich, nötig? Wie kommen wir dorthin? Ein paar Schlaglichter auf all diese komplexen Fragen möchten wir heute werfen. Und ich freue mich als erstes, Kai Kuhnhen zu bitten, uns einen kleinen Einblick zu geben in die Arbeit des Konzeptwerks Neue Ökonomie zu diesen Fragestellungen. Kai, du hast 8,5 Jahre am Uber gearbeitet und dort Energieszenarien und Klimaschutzszenarien bearbeitet. Und dabei ist Kai immer wieder aufgefallen, dass all diese Szenarien von einem ewigen Wachstum auch in einem Industrieland wie Deutschland ausgehen. Und diese Irritation ist ja zu einer Berufung und am Ende zu einem Beruf geworden. Und im Konzeptwerk arbeitet er jetzt genau an wachstumskritischen Diskursen, Postwachstum, Degrowth. Und mit dem Projekt Zukunft für alle an der Fragestellung, wie kommen wir denn dahin in eine andere Zukunft?
ich freue mich sehr, mehr von dieser Arbeit zu erfahren und von zwei möglichen Perspektiven auf das Jahr 2050 und welche Rolle dabei Technik versus gesellschaftlicher Wandel spielt. Kai, ich freue mich auf deinen Beitrag. The floor is yours. Ja, vielen Dank. Ich werde jetzt mal meinen Bildschirm teilen. So. Ich hoffe, es funktioniert. Ich freue mich über ein Nicken. Danke sehr. Kurz zum Konzeptwerk. Wir machen dieses Projekt Zukunft für alle schon seit 2019, haben da ein Buch geschrieben, das heißt Zukunft für alle, Vision für das Jahr 2048. Das ist auch umsonst verfügbar. Da zeige ich auch nochmal einen Link später. Das Konzeptwerk Neue Ökonomie ist ein gemeinnütziger Verein aus Leipzig. Wir sind so ungefähr 30 Leute und wir setzen uns ein für eine soziale, demokratische und ökologische Wirtschaft und Gesellschaft. Ich habe mal für dieses Podium jetzt aufgeschrieben, was ich das Gefühl habe, ist so die Mainstream-Debatte, wie sich das vorgestellt wird, dass Deutschland klimaneutral ist in der Zukunft. Und dann auch nochmal ein Szenario, was mehr von einem gesellschaftlichen Wandel und einer sozial-ökologischen Transformation ausgeht. Ich fange an mit der eher technischen Variante. Und die heißt Deutschland 2050, das dekarbonisierte Land. 2050. Deutschland hat es geschafft, seine Emissionen um über 95% zu senken. Wichtiges Mittel hierfür war die Elektrifizierung des Wärme-, Verkehrs- und Industriesektors. Entweder direkt über Elektromotoren und Wärmepumpen oder über die Herstellung synthetischer Treibstoffe. Die werden zum Beispiel in der Industrie oder im Verkehr genutzt. Und um die herzustellen, wird erneuerbarer Strom genommen. Der wird genutzt, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Und der Wasserstoff wird zusammen mit Kohlenstoff zu Kohlenwasserstoff umgewandelt. Das ist dann zum Beispiel Methan oder Benzin. Die neuen Stromverbraucher, also jetzt erstmal Wärmepumpen und elektrische Pkw, führen dazu, dass der Strombedarf um 60% gestiegen ist und die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut werden mussten, auf das Dreifache der Menge des Jahres 2020. Um die Kosteneffizienz zu erhöhen, erfolgte der Ausbau über immer größere Ausschreibungen der Regierung. Das Ende der Einspeisevergütung hatte auch das Ende der Bürgerinnen-Energiewende zur Folge. Heute sind 80% der Stromversorgung in der Hand von 6 großen Unternehmen, von denen 4 die ehemaligen 4 fossilen Energieriesen sind. Der Widerstand gegen Photovoltaik und vor allen Dingen Windanlagen nahm natürlich während des Ausbaus ständig zu. Letztendlich konnten aber die großen Energieversorger ausreichende Änderungen, zum Beispiel bei Abstandsregeln, bewirken. Und sie konnten auch erreichen, dass große Ausbaumengen für den Offshore-Bereich ausgeschrieben wurden. Aufgrund der hohen Energieverluste bei der Herstellung synthetischer Gase und Kraftstoffe für die Industrie und den Verkehr reicht die deutsche Produktion an erneuerbaren Strom 2050 aber nicht aus. Daher werden 80% der synthetischen Treibstoffe importiert. Die Produktion im Ausland erfolgt zwar zu 100% aus erneuerbaren Quellen, trotzdem gibt es Kritik von Umweltverbänden. Denn auch die Exportländer haben natürlich Klimaschutzziele und um die einzuhalten, greifen sie wiederum auf Techniken, sogenannte negative Emissionen. Hierunter versteht man die Gewinnung von CO2 aus Abgasströmen oder der Luft und das Lagern des CO2s unter Tage, zum Beispiel in leeren Gasfeldern oder anderen geologischen Formationen. Und gerade der letzte Schritt ist einer, bei dem nicht klar ist, ob das funktioniert und wie riskant es ist und ob das CO2 wirklich unter Tage bleibt. Gleichzeitig skandalisieren Umweltverbünde auch Verwende auch die Lecks beim Pipeline-Transport des CO2. Schließlich haben strenge Klimaziele und der hohe Strombedarf auch dazu geführt, dass die Atomkraft eine Renaissance erlebt hat. So exportiert zum Beispiel Frankreich synthetische Kraftstoffe aus erneuerbaren Strom nach Deutschland und nutzt selber synthetische Kraftstoffe, die mit Atomstrom produziert werden. Schließlich gibt es auch Kritik am Stromimport aus Nordafrika, wo die europäische Regierung in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern große Kapazitäten für erneuerbare Energiegewinnung aufgebaut haben. Expertinnen bezweifeln die Versprechen, dass auch die afrikanischen Partner große Vorteile von dieser Zusammenarbeit hätten und verweisen auf die Arbeitsbedingungen vor Ort sowie auf den großen Wasserbedarf der Anlagen.
Dem Ausbau der erneuerbaren Energien steht der Ausstieg aus der Kohleförderung gegenüber. Die Förderprogramme des Staates haben zu einem Ausbau der Infrastruktur in den ehemaligen Kohlegebieten geführt. Die Projekte boten aber keine langfristigen Perspektiven, sodass auch 2050 noch viele Menschen aus diesen Gegenden wegziehen und rechtspopulistische Parteien großen Zuspruch erhalten. Der Verkehrssektor sieht 2050 ähnlich aus wie heute, nämlich stark dominiert von PKWs. Trotz anfänglichen Problemen hat der Ausbau der Elektromobilität Fahrt aufgenommen, unterstützt von großen Subventionen für die deutschen Autobauer. Der Anteil der elektrischen PKW liegt bei etwa 98% oder 45 Millionen Fahrzeuge. Der Umstieg hat zu einem massiven Anstieg an Bedarf nach seltenen Erden und anderen Ressourcen geführt, den Umwelt-, Menschenrechts- und postkoloniale Organisationen kritisieren. Der Energieverbrauch für Wärme konnte durch die Dämmung von Gebäuden stark reduziert werden. Der verbleibende Bedarf an Wärme wird vor allem durch Wärmepumpen und Stromheizung gedeckt. Um die energetische Sanierung in Gang zu bringen, wurden massive Förderprogramme aufgelegt, die vor allem von großen Immobiliengesellschaften genutzt wurden, die die Kosten auf ihre Mieterinnen umgelegt haben. Ja, so viel zum ersten eher technikzentrierten Szenario. Wer da noch mehr Fragen hat und sich vielleicht auch mehr reinlesen will, dem lege ich sehr diese Veröffentlichung vom Umweltbundesamt nahe. Das sind sehr viele Szenarien, die zum Teil auch über technische, rein technische Szenarien hinausgehen. Die beinhalten all das, was ich eben erzählt habe, ohne die vielleicht tendenziösen negativen Folgen, die ich da sehe und ergänzt habe, oder die ich befürchte und ergänzt habe. Ja, so viel zur einen Zukunft. Jetzt die andere Zukunft. Die habe ich genannt 2048, endlich Klimagerechtigkeit. 2048 haben wir die Strukturen der Energieversorgung und Verteilung komplett vergesellschaftet. Das heißt, die Energieversorgung wird demokratisch und lokal geplant. Welche Bedürfnisse dabei wichtig sind und wie wir diese erfüllen, entscheiden wir basisdemokratisch. Zwar gibt es noch eine nationale Regierung, aber die meisten Entscheidungen werden auf kleineren Ebenen getroffen, also der Nachbarschaft, dem Dorf, dem Stadtteil oder der Region. Hierfür gibt es basisdemokratische Räte. Der Grundbedarf an Mobilität, Wärme und Strom gehört zur Grundversorgung, die für alle da ist und nichts kostet. Bereitgestellt wird die Grundversorgung durch öffentliche und solidarische Betriebe. Der Energiebedarf wird zu 100% aus erneuerbaren Energien gedeckt. Dabei war der Übergang zur 1250-Watt-Gesellschaft wichtig. Als Weiterentwicklung der Idee der 2000-Watt-Gesellschaft aus der Schweiz gibt die 1250-Watt-Gesellschaft vor, dass jeder Mensch im Schnitt in jedem Moment nicht mehr als 1250 Watt Primärenergie verbraucht oder 10.950 Kilowattstunden pro Jahr. Das ist etwa ein Viertel des Verbrauchs von 2020. Dieses Ziel wurde 2038 erreicht, nicht durch Zwang, sondern als Ergebnis eines kulturellen und strukturellen Wandels. Der kulturelle Wandel hieß weg vom materiellen Wohlstand hin zu Zeitwohlstand. Hierzu gehört das Prinzip Teilen statt Besitzen, die Verringerung der Lohnarbeit auf 20 Stunden, eine Entschleunigung des Lebens und die Fokussierung auf Kooperation statt Konkurrenz. Ganz konkret wird dies beim Thema Reisen. Während früher das Ziel war, sich in kurzer Zeit maximal vom stressigen Alltag zu erholen, indem man ins All-Inclusive-Resort jettete, ist heute der Alltag viel entspannter, sodass Reisen eher dafür da sind, über einen längeren Zeitraum andere Gegenden, Kulturen und Menschen kennenzulernen. Eine langsamere Fahrt mit dem Zug oder dem Solarsegelschiff nimmt man dafür gerne in Kauf. Aber der kulturelle Wandel reichte natürlich nicht für eine radikale Veränderung unseres Energieverbrauchs. Dafür braucht es viele strukturelle Veränderungen der Wirtschaft. Den Care-Sektor, also Pflege, Medizin, Gesundheitsversorgung und Erziehungsarbeit, haben wir stark ausgebaut. Ressourcenintensive industrielle Produktion hingegen stark zurückgefahren. Konkret gibt es kaum noch Schwerindustrie, Automobilindustrie, Bergbau und Baugewerbe. Außerdem sind ganze Industriezweige und Dienstleistungssparten weggefallen, die keinen Beitrag zur Erfüllung wichtiger Bedürfnisse leisteten oder einfach überflüssig geworden sind. Und Beispiele hierfür sind die Rüstungsindustrie, Werbe- oder Versicherungsindustrie sowie große Teile der Finanzwirtschaft. Der Wärmebedarf ist heute viel niedriger als früher. Dies liegt einerseits an weniger beheizten Wohnraum und dazu hat vor allem das gemeinschaftliche Wohnen geführt, aber auch die Lebensmittelpunkte, die es in jeder Nachbarschaft gibt. Das sind Orte,
an denen alle zusammen Werkstätten, Spielzimmer, Proberäume, Waschbereiche und Ateliers nutzen können. Andererseits wurden natürlich die Gebäude auch zeitgemäß gedämmt, basierend auf nachwachsenden Dämmmaterialien. Der verbleibende Energiebedarf wird durch ressourcensparende, einfache Techniken wie Solar oder Geothermie gedeckt. Im Mobilitätssektor ist der Energieverbrauch ebenfalls stark gesunken, da viel weniger Autos und Flugzeuge unterwegs sind. Im Schnitt fliegt jeder Deutsche nur noch einmal alle 3 Jahre. Motorisierter Individualverkehr, also das Auto, ist die Ausnahme. Stattdessen gibt es lokale Versorgungsstrukturen, die für alle zu Fuß oder mit dem Rad zu erreichen sind. Außerdem gibt es einen gut ausgebauten, kostenlosen öffentlichen Nah- und Fernverkehr mit attraktiven Bahnhöfen und Angeboten im Zug. Den vielen Güterverkehr von früher brauchen wir ebenfalls nicht mehr, da die Wirtschaftskreisläufe viel regionaler gestaltet sind. Außerdem gilt das Gebot, dass Rohstoffe und unverarbeitete Nahrungsmittel nicht über längere Strecken transportiert werden dürfen. Bei der Energieverteilung herrscht regionale Vielfalt. In manchen Regionen gibt es autarke Nachbarschaften, in anderen Regionen werden lokale Netze genutzt oder in manchen sogar das alte, gut gepflegte Stromnetz. Die technische Seite der Energieversorgung wird durch sogenannte E-Nerds-Kollektive, das steht für EnergiedienstleisterInnen, organisiert. Diese divers zusammengesetzten Gruppen bestehen aus Menschen, die ein großes Interesse am Thema haben und sich gegenseitig weiterbilden. Die Gruppen sind jeweils für die Energieversorgung einer Region zuständig, das heißt, sie bauen und reparieren Windräder und Photovoltaikflächen und kümmern sich um die Netze. Ja, soweit zu dieser etwas anderen Energie- und Klimazukunft. Und wer da gerne noch weiterlesen will, sehr viel ist aus dem unserem Buch Zukunft für alle, eine Vision für 2048. Da unten ist auch der Link, ist umsonst verfügbar. Und auch einige Sachen sind aus dem Societal Transformation Szenario. Das ist ein Szenario, was ich mit dran geschrieben habe. Da geht es darum zu zeigen, dass wir die 1,5 Grad Grenze einhalten können. Nicht durch riskante Techniken, sondern dadurch, dass der globale Norden seinen Konsum und seine Produktion runterfährt. Auch das kann man einfach googeln und umsonst finden. Das ist von der Heinrich-Böll-Stiftung ausgegeben. Und damit bin ich durch und freue mich sehr darüber zu hören, was Andrea und Peil dazu sagen. Herzlichen Dank, Kai, für die Darstellung von zwei sehr unterschiedlichen Szenarien, die ich beide an zwei Seiten einer langen Kette von unterschiedlichen Szenarien sehe, die ganz gut verdeutlichen, wie Klimaschutz in Deutschland verstanden werden kann und zu welch unterschiedlichen Gesellschaften das am Ende führen kann. Wir haben zwei Reaktionen auf diese zwei Zukünfte, und zwar zum einen von Andrea Vetter und von Peil Parek, die ich hiermit ganz, ganz herzlich begrüßen möchte. Ich stelle die beiden kurz vor und möchte euch dann bitten, eure Reaktionen zu teilen. Und danach, nach diesen Reaktionen, kommen wir dann auch in den interaktiven Moment dieser Veranstaltung. Zunächst einmal Andrea Vetter, die ist Journalistin und Kulturanthropologin und schreibt, forscht und begeistert und organisiert für den sozialökologischen Wandel. Sie selbst nennt sich Transformationswissenschaftlerin und ich bin unfassbar froh, dass es sowas in der Zwischenzeit gibt. Vor ein paar Jahren gab es, glaube ich, dieses Wort in dem Sinne noch gar nicht. Sie hat eine Vertretungsprofessur inne am Institut für Designforschung der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig und sie ist Co-Kreateurin des Hauses des Wandels in Ostbrandenburg und Redakteurin der Zeitschrift Oja, die der eine oder die andere sicher auch schon am Kiosk entdecken konnte, für eine enkeltaugliche Zukunft. Dafür lebt und brennt sie. Und sind ihre Steckenpferde. Und ich freue mich sehr, dass sie mit einem Blick auf KI-Szenarien schaut, woher auch dieser Technikoptimismus eigentlich kommt. Dann zu Peil Parek. Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Perspektive hier. Peil ist seit dem 19. Lebensjahr in der Umwelt- und Gerechtigkeitsbewegung aktiv und das erste Mal dann auf die Straße gegangen. Zunächst in Indien, dann in den USA und inzwischen in der Wahlheimat der Schweiz, wo sie derzeit in Bern lebt.
Sie hat einen Doktortitel in Klimawissenschaften und Meereschemie am MIT und der Woods Hole Oceanographic Institution gemacht und hat nach der Forschung aber diesen Bereich verlassen und sich in der NGO-Welt engagiert. Sie hat Führungspositionen in verschiedenen internationalen NGOs übernommen, viele kleinere Gruppen beraten und Bewegungen bei der Organisationsentwicklung und ist auch Vorstandsmitglied von Campex und dem Solidaritätsnetzwerk Bern. Herzlich willkommen euch beiden und ich bin gespannt auf eure beiden Perspektiven. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Kai, für diese schönen Szenarien. Ich beschäftige mich ja schon länger mit der Frage, warum spielt eigentlich diese Idee, wir könnten den Klimawandel mit einem Technofix lösen, so eine wichtige Rolle? Weil tatsächlich ist das ja ganz erstaunlich, was du auch vorhin schon gesagt hast, Kai, dass in eigentlich allen offiziellen Klimaszenarien, auch in den Weltklimaberichten und so weiter, die Idee vorherrschend ist, dass der Klimawandel ein sozusagen technisch zu lösendes Problem wäre. Ich habe vorher kurz mit meinem Mitbewohner, der ist Doktor der Physik, gesprochen über das Podium, bei dem ich heute Abend bin. Und dann sagt er, ja, das ist so gemein, dass immer auf uns dann die Last der Welt auf unseren Schultern abgeladen wird, als würden wir jetzt sofort irgendwie die Wundertechnik erfinden. Wo sollen die denn hernehmen? Das ist doch totaler Quatsch. Und das fand ich nochmal ganz erfrischend, dass sozusagen aus unverdächtiger Naturwissenschaftlerperspektive meine Perspektive bestätigt zu sehen. Und das hat natürlich sehr viel mit einer bestimmten Art von Fahrtabhängigkeiten zu tun, in denen wir uns in unserer Gesellschaft bewegen. Es gibt ja nicht umsonst dieses Sprichwort, das Ende der Welt ist eher vorstellbar als das Ende des Kapitalismus. Und das ist natürlich in den Köpfen von EntscheiderInnen weltweit sehr tief verankert. Also, dass unsere Art und Weise zu wirtschaften, die wird quasi als gesetzt vorausgesehen. Und innerhalb dieses Frames, was Kai auch schon gesagt hat, ne, ist Wirtschaftswachstum das Ziel, um menschliche Grundbedürfnisse zu befriedigen, um Wohlstand zu erreichen. Und deswegen ist es sozusagen innerhalb dieses Frames von der kapitalistischen Marktwirtschaft auch erstmal gar nicht denkbar, auszusteigen aus diesem Technofix, weil die Frage ist dann, wo ist überhaupt die Variable, die wir verschieben können? Und die Variable befindet sich dann eben in dieser Idee, es gibt Innovationen und die werden zum einen dafür sorgen, dass wir weitere Wellen von Wirtschaftswachstum haben, weil durch neue Technologien auch mehr Profit generiert wird und zum anderen gleichzeitig damit eben die ökologischen Probleme gelöst werden können. Das ist natürlich, wie Kai schon zu Recht gesagt hat, ein großes Problem und hat auch damit zu tun, dass oft nicht betrachtet wird, wenn wir uns fragen, wie funktioniert eigentlich Transformation, auf welchen Ebenen eigentlich Transformation passieren müsste. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, wenn wir uns die ganze Transformation so als runden Kuchen vorstellen und dann so vier Kuchenstücke da rausschneiden und sagen, okay, es gibt vier Ebenen, die können wir uns betrachten und die hängen natürlich zusammen, aber die sind auch jeweils für sich selber transformierbar. Und die eine Ebene ist eben die Ebene der materiellen Strukturen. Und da fällt auch sowas rein wie technische Innovation. Und das ist ja auch nicht ganz unerheblich. Das ist natürlich ein wichtiger Teil. Aber materielle Strukturen sind ja auch nicht alles. Es gibt auch juristische Strukturen, die eben diese materiellen Strukturen ganz wesentlich absichern und überhaupt dafür sorgen, dass die Art und Weise, wie gewirtschaftet wird, wie auch zum Beispiel überhaupt Bodenschätze extrahiert werden können, weltweit aufrechterhalten werden kann. Weil diese Art, zum Beispiel Bodenschätze zu extrahieren, die ja in all diesen technischen Umbauszenarien, auch in Elektromobilitätsszenarien und so weiter eine wichtige Rolle spielen,
haben ja im Wesentlichen damit zu tun, dass es bestimmte Vorstellungen von Privateigentum gibt, nämlich dass Menschen, die ein bestimmtes Stück Land besitzen, darüber frei verfügen können und auf diesem Stück Land auch die Bodenschätze flankiert von den jeweiligen Bergbaugesetzen der Länder, die aber trotzdem meistens den Eigentümern sehr freie Hand lassen, ermöglichen, diese Bodenschätze auch zu fördern. Und dann gibt es aber natürlich andere Strukturen, mentale und kulturelle Strukturen, die für eine Transformation genauso wichtig sind. Die mentalen Strukturen, also die hier oben in dem Kopf passieren, das, was man so gemeinhin Bewusstseinswandel nennt, oder die kulturellen Strukturen, die eben nochmal was anderes sind, die sagen, was sind denn da überhaupt für Normen und Werte und Tabus auch in unserem Miteinander? Und das betrifft natürlich die große wie die kleine Ebene zugleich. Und ich glaube, dass gerade auf dieser Ebene der kulturellen Strukturen, die ja Kai auch angesprochen hat in dem zweiten Szenario, was müsste sich eigentlich verändern, dass die ganz oft gar nicht als so entscheidende und wichtige Struktur betrachtet wird, die wir für Transformation ansprechen müssen und uns fragen müssen, wie kann eigentlich zum Beispiel auch in kleinen Kreisen vorher, als wir vor dem Talk gesprochen haben, hat Annika Schröder mir erzählt, manche Teilnehmenden hier bei dem Talk sind Leute, die in lokalen Kirchengemeinden zum Beispiel aktiv sind und dort versuchen, Strukturen zu verändern im Kleinen. Und wenn sie das tun, dann wissen sie natürlich, wie wichtig es ist, innerhalb von einer Gemeinschaft, zum Beispiel von so einer Kirchengemeinde, bestimmte Selbstverständlichkeiten zu verschieben. Welches Essen gibt es eigentlich, wenn wir ein bestimmtes kirchliches Fest feiern zum Beispiel? Das hat ja alles damit zu tun, das hat ja auch alles mit dann Ressourcenbeanspruchung zu tun, ne? Oder wo kommt eigentlich der Strom von diesem Gebäude her? Und das hat alles mit so einer leichten Verschiebung von kulturellen Selbstverständlichkeiten zu tun. Und warum, noch mal einen Schritt weiter, warum Technik so im Vordergrund steht, hat aber natürlich nicht nur mit unserer Art und Weise, Eigentumsverhältnisse zu denken und in marktwirtschaftlichen Zusammenhängen zu wirtschaften zu tun, sondern eine ausbeuterisches Verhältnis zu Technik ließ sich ja auch in dem real existierenden sozialistischen Ländern betrachten. Zum Beispiel, wenn wir an die Sowjetunion denken oder insgesamt an den Ostblock, wo durchaus große Umweltkrisen, man denkt zum Beispiel an den Aralsee oder andere Ereignisse, an der Tagesordnung waren, weil eben auch diese Art des sozialistischen Wirtschaftens ganz tief in einem Bild eines Verhältnisses zwischen Mensch und Natur fußt, die von ganz grundlegenden Binaritäten ausgeht und die eben so spezifisch in einer europäischen Tradition stehendes, seit der Antike stehende Idee ist von einer Trennung zwischen Menschen auf der einen Seite und Natur auf der anderen Seite, zwischen Männern auf der einen Seite und Frauen auf der anderen Seite, zwischen aktivem Teil und passivem Teil, zwischen Kolonisierern und Kolonisierten. Und man könnte diese Dichotomien jetzt noch weiter treiben. Und solange wir in diesem binären Verständnis sind, ist jede Form von Technik letztlich auch eine, wo es darum geht, die Natur zu überlisten und sozusagen zu sagen, ja, wenn jetzt unsere hervorragende Technik uns problematische Ereignisse wie den Klimawandel beschert hat, dann intensiviert das noch den Kampf, den wir mit den natürlichen Elementen führen. Und dann müssen wir eine weitere Eskalationsstufe von Technik dem hinzufügen, indem zum Beispiel Geoengineering-Vorschläge gemacht werden, wie die Sonnenstrahlen direkt wieder aus der Atmosphäre abgeleitet werden oder dergleichen. Und das bleibt sozusagen in diesem Feindbild. Der Philosoph Ernst Bloch hat das mal ganz schön auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, es gibt einen Unterschied zwischen Listtechnik und Allianztechnik. Und Listtechnik ist eben eine, die versucht, die Natur zu überlisten. Und Allianztechnik wäre eine, die versucht, gemeinsam mit anderen Lebewesen, mit natürlichen Gegebenheiten zu arbeiten. Und das setzt ein grundlegend anderes Verständnis von, wie
menschliche Lebewesen mit anderen Lebewesen und Orten interagieren voraus. Oder andersrum gesagt, ich glaube, um dem Klimawandel wirklich grundlegend begegnen zu können und so ein Szenario, wie es Kai vorgestellt hat, als zweites Szenario überhaupt denkbar zu machen, muss ein ganz tiefgreifender kultureller Wandel stattfinden, der damit zu tun hat, wie Menschen sich anders eingebettet in ihre Umgebung wahrnehmen. Und das hat dann natürlich sehr tiefgreifende Implikationen und auch einen gewissen Abschied von universellen Lösungen zur Folge, weil es dann nicht mehr möglich ist, an einem Ort eine universelle technische Lösung für den ganzen Planeten zu designen und zu sagen, was hier funktioniert, funktioniert auch dort, sondern dann ist die Frage vielmehr, wie kann an einem ganz bestimmten Platz und Ort mit den dort jeweils vorkommenden Gegebenheiten an Bäumen, Steinen, Tieren, Pflanzen, Menschen technisch natürlich eingegriffen werden. Also als Menschen benutzen wir immer technische Werkzeuge und Dinge. So, wir stehen ja nicht nackt im Wald herum. Aber die Frage ist, wie kann das so gestaltet werden, dass es zu einem wirklichen Miteinander kommen kann und nicht dieser Idee von Getrenntheit und Feindschaft weiter folgt. Weil ich glaube, so ein gewisses Verständnis für ein Eingebettetsein in diese uns umgebenden Wesen, Dinge und Vorgänge ist eben auch eine Voraussetzung dafür, miteinander menschenfreundlicher umzugehen und zu sagen, ja, es könnte tatsächlich eine Möglichkeit sein, basisdemokratisch hier vor Ort darüber zu entscheiden, welche Energie wir eigentlich wie erzeugen wollen. Aber dafür braucht es eine Verbindung zu dem Ort, an dem ich gerade bin und ein Verständnis davon, dass ich jetzt gerade Teil dieses lokalen Platzes mit den dort lebenden Menschen und den dort lebenden anderen Lebewesen bin. Sonst ist mir sozusagen diese Art von politischer Verhandlung überhaupt nicht möglich. Und wieder zum Abschluss vielleicht zurückkommend auf diese verschiedenen Ebenen, auf denen Transformation stattfindet. Natürlich funktioniert so ein kultureller Wandel nicht im luftleeren Raum, sondern wird von uns Tag für Tag mit Leben gefüllt und hat dann wiederum möglicherweise, wenn wir uns organisieren in sozialen Bewegungen und als politisch kämpfende Menschen, Rückwirkungen auf bestimmte juristische Strukturen, die eben sagen, in so einem Verständnis von Menschen sind Teil einer sie umgebenden Welt und nicht prinzipielle Gegnerinnen von allem, was um sie herum vor sich geht, dann muss zum Beispiel die juristische Regel von Verfügung über Eigentum anders gedacht werden, weil dann ist es ein sehr, sehr komischer Gedanke, plötzlich zu sagen, jemand kann nach Belieben über ein Stück Land verfügen, weil wem gehört denn das Land? Wie kann es denn überhaupt sein, dass ein Mensch überhaupt Eigentumsrechte an einem Stück Boden mit darauf befindlichen Bäumen haben kann? Aber das ist natürlich eine sehr weitreichende Folgerung, die vermutlich nicht im Jahre 2048 erreicht sein kann, die aber, finde ich, ganz hilfreich sein kann bei den täglichen kleinen Ärgernissen und Kleinkämpfen, die wir an unseren jeweiligen Orten führen, wenn wir versuchen, Menschen davon zu überzeugen, jetzt doch endlich den Ökostrom hier zu abonnieren oder unserer neuen Bürgerinnen-Energiegenossenschaft beizutreten. Wir haben hier zum Beispiel, wo ich lebe, auch in dem Dorf letztes Jahr eine Bürgerenergiegenossenschaft gegründet und das hilft oft, finde ich, so diese großen zusammen, also mir hilft es auf jeden Fall, ich hoffe, Ihnen hilft es auch, diese großen Zusammenhänge sich deutlich machen, deutlich zu machen und aufzumachen, um so in diesen täglichen Verstrickungen nicht zu traurig zu werden. Jetzt bin ich ganz gespannt, was Kael noch sagt und worüber wir noch diskutieren werden im Laufe dieser Veranstaltung. Ja, vielen, vielen Dank. Also ich habe es sehr spannend gefunden und ich möchte
in diese Welt 2048, also das zweite Szenario, das du vorgestellt hast, Kai, einsteigen, ganz gerne. Und ich werde auch eine kurze Präsentation zeigen, mehr einfach, dass manchmal vergesse ich die Wörter auf Deutsch und dann bin ich froh, wenn ich Folien habe. Und deswegen teile ich jetzt meinen Bildschirm mit euch alle. Dann mache ich das groß und gehen wir zum... Oh, Entschuldigung. Ich bin mit auf dem ersten... Ja. Jetzt soll es gut sein und hoffentlich könnt ihr das alle gut sehen. Also, und für mich, also ich komme ursprünglich aus Indien, ich möchte von Anfang an sagen, ihr wisst genauso gut, dass in Deutschland gibt es einen Süden, globalen Süden im Norden, es gibt einen Norden im Süden. Ich komme aus einer Familie, die ziemlich wohlhabend ist. Ich bin aus der oberen Kaste. Ich habe eine Doktorarbeit, die ich in den USA gemacht habe. Das ist einfach zu sagen, dass ein Blick auf den globalen Süden ist auch ein bisschen sehr, nicht ein bisschen, sondern sehr reduktionistisch, weil wir wissen, dass das beinhaltet irgendwie 3/4 der Welt. Und es gibt sehr viele Verschiedenheiten, wenn ich denke zum Beispiel an Burkina Faso im Vergleich zu meinem Land Indien. Aber trotzdem, als Menschen brauchen wir das, dass wir diese verschiedene Gruppierungen haben, einfach, dass wir die Sachen einordnen können. Und es gibt schon Gemeinsamkeiten. Natürlich die koloniale Kontinuität, obwohl es gibt etwa 5 Länder im Süden, die nicht von Kolonialismus betroffen sind. Ein Land, das habe ich nicht gewusst, ist Thailand zum Beispiel. Aber was wir wissen natürlich, es ist nicht nur etwas, das in der Vergangenheit passiert ist. Es passiert heute noch immer. Also ein gutes Beispiel habe ich früher Länder aus dem globalen Süden, vor allem in Afrika, also der Gambia, und Ghana habe ich unterstützt bei den internationalen Klimaverhandlungen und ein bisschen die pazifische Inseln. Und schlussendlich, die aus dem Umweltministerium haben super gehandelt und mit EU geredet und so, aber sobald die Finanzminister kommen und Ministerinnen kommen, es ist total egal. Und dann, es fängt schon an, okay, wenn ihr nicht macht, was wir möchten, hier bei den Verhandlungen, dann könnt ihr vergessen, ihr werdet das Geld nicht bekommen. Und dann haben wir auch auf der anderen Seite, Entschuldigung, und dann haben wir auf der anderen Seite auch, dass wir wissen, sehr viele andere ökonomische, politische Entscheidungen sind von diesen Beziehungen entschieden. Und es gibt einen Grund, warum die Länder, die von England kolonialisiert worden sind, sind sehr eng noch immer verbunden und gleichzeitig Westafrika mit Frankreich. Was wir noch sehen, und das ist auch eine Folge des Kolonialismus, ist, dass dieser Human Development Index oder menschlicher Entwicklungsindex niedriger ist und sehr wichtig ist die Ungleichheiten in den globalen Süden. Die Schere ist viel größer als im Norden. Und dann haben wir auch, dass natürlich CO2-Ausstoß pro Person ist viel niedriger. Und ich muss euch nicht sehr viel vom globalen Norden erzählen und es tut mir leid, die sind alle an meinem Spiel machen, habe ich gedacht, sie kommen nicht wieder ins Büro. Aber ist das natürlich, diese Länder sind reich durch die Herstellung von fertigen Produkten und das heißt, die haben hoher CO2-Ausstoß und dass die Rohprodukte
sind vom globalen Süden gekommen. Das heißt, sie haben quasi die Schätze der Länder geraubt. Wir wissen auch, dass es sehr viele externalisierte Kosten gibt. Und das heißt, die sind für Norden externalisiert, aber Süden zahlt dafür. Und wir wissen auch, dass die Index ist viel höher. Das heißt, dass Leute haben bessere Bildung, Gesundheitszustand ist besser, die haben mehr Zugang zu Energie. Und der Grund, warum die so wichtig ist, ist, dass wir haben jetzt ein Problem, oder? Wir wissen, dass wir sind in einer Situation, in der es sehr viele Leute in der Welt, es geht ihnen nicht gut. Aber wir wissen auch, dass wir eine Klimakrise haben. Und es ist entschieden worden in Paris, dass wir versuchen, unter 1,5 Grad zu bleiben. Aber wir sehen schon, was passiert bei etwa 1,1 bis 1,2 Grad. Und leider, es sieht nicht so aus, als ob wir unter 1,5 Grad bleiben. Und noch dazu, so das heißt, wir müssen weniger CO2 ausstoßen, aber alle Länder im globalen Norden sind reich geworden, weil sie eben CO2 ausgestoßen haben. Und drittens, wir wissen, dass Zugang zu modernen Energie extrem wichtig ist. Sobald Leute Zugang zu Energie haben, sie verbessern ihr Lebensstandard bis zu einem gewissen Punkt. Wenn wir so viel Energie haben, wie wir in West- oder Nordeuropa haben oder USA, unsere Lebensqualität wird sich nicht mehr verbessern. Und trotzdem, wir haben 707 Millionen Personen in der Welt, so etwa eins für jede 8 Personen oder so, die keinen Zugang zu modernen Energie hat. Und eine Zeit lang waren viele Leute in Indien, aber meine Regierung hat dann die Situation schon verbessert. Aber in Subsaharan-Afrika, 75% von diesen 770 Millionen Personen leben. Und dann, wenn wir lesen, oder vielleicht für die Leute, die auf Twitter sind, und ich sehe, wie die Leute schreiben, oh, es ist so schlimm in Kanada, das stimmt. Irgendwie 50 Grad ist scheiße, oder? Aber ja, und wir haben kein Klimaanlage. Und dann ich denke, hallo, liebe Leute, in Indien sind etwa noch immer 400 Millionen Leute mit schon Zugang zu Energie, aber mit wenigem Zugang. Natürlich haben sie keine Klimaanlage. Das passiert jede dritte, vierte Jahr. Aber dann hören wir nichts, wenn es bei uns passiert. Und dann bei euch ist, oh, die Welt geht runter. Und das ist wieder wegen des Kolonialismus, oder? Aber das ist das Problem, das wir jetzt haben. Wir müssen CO2 reduzieren. Wir haben Leute, die zu viel Energie haben, nämlich wir alle. Dann Leute, die gar keine Energie haben, oder? Und wir haben Leute, die es ihnen nicht so gut geht. Und so aus dem Grund, im Vergleich zu was Kai uns für Deutschland gezeigt hat, würde ich nicht sagen, nein, Technologie. Und ich weiß, das hast du auch nicht genauso gemeint. Und das haben wir auch von Andrea gehört. Es geht darum, die Entscheidungen über welche Technologie, Warntechnologie. Und in Indien oder im globalen Süden, es geht eigentlich nicht darum, dass wir sehr, sehr neue Technologie brauchen. Es muss einfach geeignet sein. Und was wir wissen und wirklich wissen, dass für die Mehrheit von den Leuten, die keinen Zugang zu Energie haben, es ist am besten, wenn die Energie ist erneuerbar und dezentralisiert. Und das ist sogar die Weltbank sagt das. Und ich habe wirklich heute am Vormittag eine sehr spannende Studie von einem Energieanthropologen gelesen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so einen Beruf gibt. Und er kommt auch aus Indien und er war in den Dörfern, wo
wo man das hat. Und die Leute dort haben aus der Gemeinde betreuen das System. Und er hat gesagt, es ist so super, weil sie kennen, wie Andrea gesagt hat, sie kennen ihre Umgebung. Sie haben die Geräte angepasst. Zum Beispiel, meistens brauchen sie sehr wenig Energie. Aber natürlich, wenn man heiratet in Indien, kommt das ganze Dorf. Und dann brauchen sie so Boxen und so. Und sie haben es alles angepasst, für was für sie kulturell wichtig ist. Und auch die Unterhaltung hat er zeigen können, ist viel besser, weil die lokalen Leute das unterhalten. Und sie sind nicht abhängig von jemandem, der aus der Stadt kommt. Und von dem her dann, wir sehen, dass erstens, die haben diesen Zugang, den sie brauchen, Lebensstandard steigt, aber auch manche Leute haben eine Arbeit bekommen, die Unterhaltung ist besser, die sind auch sehr innovativ. Und hier kannst du ein Foto von dem Herrn Singh sehen, das er gemacht hat. Das habe ich mehr oder weniger euch schon gesagt, wo wir stehen. Dann können wir weitergehen. Und ich wollte ein bisschen so gute Nachrichten geben, obwohl diese Arbeit ist sehr schwierig, oder? Ist auf der einen Seite, es gibt eine Modellstudie von Millward Hopkins et al. Vom letzten Jahr, wo die haben modelliert und die haben gezeigt, dass es wirklich ist möglich, Energiekonsum in 2050 zu reduzieren auf Niveau von 1960. Trotz dreimal so viele Leute, die auf der Erde leben werden. Und dass Leute haben einen angemessenen materiellen Lebensunterhalt. Weil ja, wir möchten auch, dass das Minimum, was Leute brauchen, getroffen wird, oder? Und wie das wird, ist, ja, es gibt eine Rolle für Technik, wahrscheinlich für Effizienz. Aber wenn nur das passiert, und das ist, was Kai sehr gut im ersten Szenario gezeigt hat, dann haben wir ein Problem. Weil wir haben so diesen Rebound-Effekt. Dass es wird einfach Leute dann benutzen mehr. Und wir haben keine Reduzierung von Konsum, von dem Bedarf. Und die Realität ist, Staaten im globalen Norden müssen weniger Energie benutzen und auch viele Länder im globalen Süden auch. India noch nicht, aber bald Länder wie China schon. Und noch dazu noch eine Studie, die gerade rausgekommen ist, diese Woche, glaube ich, von Vogel et al. Er ist Doktorand in England, aber ursprünglich aus Deutschland. Er hat aber auch gezeigt, dass wenn Demokratie stark ist, wenn es gibt starke staatliche Dienstleistungen, wenn Ungleichheit weniger ist, dann weniger Energie ist auch nötig. Das heißt, dass die Länder, die schon zu viel Energie haben, aber diese verschiedenen Institutionen stark sind, easy. Oder? Und es heißt auch einen Weg für Süden, dass ja, ihr braucht mehr Energie oder wir brauchen mehr Energie, aber man kann trotzdem die Situation verbessern, Lebensunterhalt verbessern und trotzdem weniger Energie benutzen, wenn man Demokratie stärkt, Dienstleistungen stärkt und so weiter. Und ich wollte schnell fragen, wie viel Zeit habe ich noch? Sonst höre ich auf. Wenn ich noch 2 Minuten habe, super. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wenn es 2 Minuten sind, ja, erhältst du sie sehr gerne. Okay. Dann stoppe ich dich. Okay, super. Dann ich wollte nur sagen, dass wir hören immer von diesem Green New Deals. Und es ist fast immer aus der Sicht vom globalen Norden. Und so, was heißt das für die globalen Süden? Und ich dachte, das ist sehr wichtig,
weil wir alle im Norden leben. Und das Ding ist, die haben kaum Verbindungen zum Rest der Welt. Es fokussiert sich wirklich auf ein bestimmtes Land, als ob es in einer Blase ist. Und das heißt, wenn etwas CO2-Neutralität heißt, das heißt, wo wird es kompensiert? Und wieder, wie Kai gesagt hat, wenn es erneuerbare Energie gibt, aber keine Reduzierung des Energieverbrauchs, das ist wirklich die Angst, dass es einfach wieder Solaranlagen im Süden, sodass Energie im Norden importiert kann, zum Beispiel im Nordafrika. Abbau von Mineralien, schlechte Arbeitsbedingungen von Multis. Und wieder, es ist wirklich in die Richtung, was Andrea gesagt hat, dann haben wir wir brauchen eigentlich einen strukturellen Wandel und das haben wir nicht. Und wir sind noch immer in dieser Struktur vom Kolonialismus und Kapitalismus. Und von dem her, wollte nur enden mit Beispielen, dass es gibt auch im Süden ein paar interessante Beispiele. Ein Beispiel aus meinem Land war nicht wegen Klima kreiert. Das ist der Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Es ist quasi Arbeitsgarantie für Leute auf dem Land. Und das ist wirklich eine Chance, dass man kann, die haben das dann benutzt für das Regenwasser zu ernten, aber man könnte das auch für dezentralisierte erneuerbare Energie benutzen. Und Länder wie Bolivien und Thailand versuchen auch Projekte aufzubauen und Ideen aufzubauen, die, wie Andrea diskutiert hat, versuchen auch unser Mindset zu ändern, indem dass sie wirklich auf unsere Werte basiert sind und nicht auf dem Wert von Wachstum und Gewinn. Und mit dem, ich höre jetzt auf und vielen Dank. Ich freue mich auf eure Fragen und die Diskussion. Herzlichen Dank, lieber Andrea. Liebe Pai und lieber Kai, es scheint am Ende auf die alte Formel zuzulaufen, global denken, aber lokal handeln und das Lokale sowohl für das Lokale einen engen Kreis zu ziehen, also nicht erst beim Produkt selbst anzufangen, sondern schon bei der Herkunft und bei dem, wo es endet am Ende. Ich möchte jetzt dazu einladen, an einer kleinen Abfrage teilzunehmen zu unserer Thematik. Und zwar wird gleich ein Link eingeblendet werden. Ja, also der Link, ich schreibe den jetzt in den Chat von Zoom. Die Leute, die auf YouTube zuschauen, die können in der Videobeschreibung nach unten scrollen. Da ist ein Link, der fängt an mit https://. Und dann pingo.coactum. Den sollten alle finden können. Ich mache jetzt auch nochmal hier in den Zoom-Chat. Parallel dazu möchte ich schon mal einladen, Fragen und Kommentare, Anmerkungen auch schon in den Chat zu schreiben. Kai, du hüpfst echt ganz verrückt auf und ab. Ja, das tut mir wirklich sehr leid. Ich hoffe, macht niemand zu starke Augenschmerzen. Ich kann das technische Problem leider nicht lösen. So. Da ist der Link jetzt im Chat angekommen. Genau. Ich möchte Sie und euch ganz herzlich einladen, drauf zu klicken, die Fragen zu beantworten. Und wir schauen uns die Auswertung hier gemeinsam auch an. Die Fragen kommen gleich. Ich warte noch kurz. Okay, jetzt geht's los. Es ist immer eine Minute Zeit, um zu beantworten. Ich habe einen Hinweis vergessen zu Beginn. Wir sind leider nicht in der Lage, bei YouTube die Fragen im Blick zu halten. Wenn Sie aber später nochmal raufschauen, wir
können dort im Kommentarmodus, wenn Sie da was einstellen, können wir darauf reagieren im Nachgang der Veranstaltung. So. Dann starten wir. Oder Kai? Ja, die erste Frage sollte jetzt schon beantwortbar sein. Ja, bei mir ist das so. Gut. So, es folgt die zweite Frage. Die werden jetzt zunehmend schwieriger. Hier läuft jetzt noch eine halbe Minute die Zeit runter, bis die nächste Frage erscheinen kann. Hast du die Möglichkeit, die früher einzublenden? Ja, ich kann einfach jetzt schon die nächste Tasse drücken. Ich denke, die Zeit reicht aus. Ja. Das ist die nächste Frage. Und ich denke, Kai, dass du so langsam auf die nächste einblenden kannst. Okay, das war's schon. Gut. Ich teile kurz meinen Bildschirm, um die Ergebnisse zu zeigen. Ja, alle Teilnehmenden wünschen sich die sozial-ökologische Transformation. Das ist schon mal schön zu sehen. Die meisten halten die Chancen für 50-50, was ich ganz gut finde. Viele auch eher nicht. Und es gibt, glaube ich, wahrscheinlich ein oder zwei Personen, die sagen auch eher ja oder ganz bestimmt. Und schließlich, wie viel tue ich selber dafür? Oh, da haben wir ein sehr aktives Publikum. Viele Leute sagen, sie machen recht viel oder sehr viel. Manche sagen ein bisschen. Ja, so viel. Jetzt haben wir ein wenig Feedback vom Publikum bekommen und jetzt gibt es hoffentlich auch ein paar spannende Fragen. Ja, zu den Fragestellungen, die sich ergeben, schaltet sich jetzt mein Kollege Markus Wolter dazu. Agrarreferent bei Miseria, der wird die Fragen ein bisschen bündeln bzw. weitergeben. Bisher tut sich da noch nicht so viel. Gerne noch was hinzufügen. Ansonsten fallen uns allen bestimmt auch so spannende Dialoge ein, die wir hier führen können. Markus. Doch, Annika, eine Frage ist schon aufgetaucht. Und zwar die Frage, ob nochmal konkret darauf eingegangen werden kann, wie es denn geschafft werden soll, den Energiekonsum im globalen Norden entscheidend zu reduzieren. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht erstmal eine Frage an Kai ist. Aber natürlich sind alle angesprochen. Also wie konkret kann das geschafft werden, im globalen Norden Energiekonsum zu reduzieren? Leg mal los, Kai. Ich nehme an, es geht hier um die Hebel, sonst könnte ich ja auch auf Andrea verweisen, die dann sagen würde, es gibt diese Ebene und auf allen vier müssen wir ansetzen. Wahrscheinlich gibt es auch noch mehr. Aber wenn es um die Hebel geht, das, was wir in diesem Szenario, in diesem Societal Transformation Szenario angenommen haben, waren weniger Fleischkonsum. Also die großen Stellschrauben sind weniger Fleischkonsum, viel weniger PKWs, also 80% weniger PKWs in Städten, glaube ich, war es. Und 60% weniger Fleischkonsum, weniger Fliegen und Verringerung des Wohnraumbedarfs. Das waren so drei große Stellschrauben. Es sind da noch mehr drin, aber genau, das sind so die auf der Konsumseite. Natürlich brauchen wir auch diese ganzen technischen Optionen, also die technischen Optionen, die
die vertretbar sind. Also der Ausbau erneuerbaren oder effiziente Technik sind total wichtig. Und wenn man die nicht annimmt in den Szenarien, schafft man es auch nicht mehr, dieses 1,5-Grad-Budget einzuhalten, weil das schon einfach sehr, sehr wenig ist, verglichen mit den derzeitigen globalen Emissionen. Also es braucht auf jeden Fall auch diese ganze Technik. Die Frage ist nur, wollen wir alles mit Technik machen und brauchen dann auch riskante Techniken oder wollen wir gleichzeitig eine sozial-ökologische Transformation anstoßen und verzichten auf riskante Techniken und können vielleicht dabei auch noch andere soziale Probleme lösen und nicht so tun, als wenn ökologische und soziale Probleme komplett getrennt wären. Darf ich kurz was dazu sagen? Also das bezieht sich nicht auf meinen Vortrag, aber das ist, also zum Beispiel, wenn du redest, Kai, von 80% weniger PKWs in der Stadt, oder? Und das ist, ich glaube, was spannend dort ist, das ist die technische oder die Maßnahmen, die man braucht. Aber dann, wenn man würde denken, was Andrea gesagt hat, das geht auch darum, dann, wie wir darüber denken, oder? Und es ist, wen möchten wir dienen? Möchten wir Autoindustrie, die so wichtig ist in Deutschland, dienen, die eigentlich die Umwelt kaputt macht? Oder sieht man, dass eigentlich die Städte, die jedes Jahr kriegen die besten Werte, wo Leute gerne leben, haben super ÖV und sind super vernetzt. Und das heißt, du brauchst kein Auto, oder? Und von dem her, ich denke, das geht ein bisschen in diese Richtung, wie die verschiedenen Hebel miteinander spielen und wie man, wenn man Transformation nicht hat, was ist unsere Vorstellung? Wie könnte es anders sein? Warum wird es besser? Dann ist es auch schwierig zu sagen, ja, ich komme weg vom Auto. Und ich kann das zum Beispiel als jemand, der in den USA gelebt hat, verstehe ich, warum viele Amerikaner und Amerikanerinnen sagen, ohne Auto geht es nicht, weil es gibt keine Alternativen. Aber das können wir schaffen, wenn wir anders denken, oder? Vielleicht kann ich nochmal sagen, also genau. Und es ist vielleicht auch schon falsch, immer das so diese technischen Maßnahmen so zu nennen oder diese Ingenieurssicht zu haben, ne? Also was wir auch versuchen in diesem Szenario und wo ich auch fest dran glaube, ist, man muss das einbetten in eine größere Erzählung. Die Erzählung, da geht es nicht um Technik, da geht es darum, wie wollen wir in Zukunft leben, miteinander und mit unserer Umwelt. Und das machen wir auch da drin. Wir haben dann auch ein Kapitel, das nennt sich dann Sketches of a Different Tomorrow, wo wir sagen, ja, das sind die harten Fakten, die passieren müssen, aber es passiert alles im Rahmen von der Transformation und ich glaube, das ist auch das, was mich immer frustriert, wenn ich so diese IPCC-Berichte lese, dass die Frage immer ist, wann brauchen wir welche Technik und wie teuer wird die und nicht, wie wollen wir eigentlich in 2100 leben. Da würde sich eine gute, das gerade anschließen an das, was du gesagt hast, Kai, es gibt noch Fragen einerseits, das kannst du vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen, nämlich die Frage ist gekommen, wie können wir die Gesellschaft begeistern dafür, auf diesem Weg? Kannst du das vielleicht noch ein bisschen mehr ausführen? Und dann auch vielleicht an alle drei Referentinnen die Frage, ob ihr den Theorie des Wandels nochmal deutlicher machen könnt. Also das eine ist vielleicht ein Begeisterungspotenzial, das andere die Frage, wie genau wären denn die Schritte hin zu den Szenarien, die ihr 2048 bringt? Ich glaube, da kann auch gerne jemand anderes was zu sagen, wie man die Leute begeistert. Und was, ja, ich glaube, das, also ich kann was dazu sagen, aber. Kai, ich eine Bitte, mal kurz erläutern, wie ihr zu diesen Szenarien gekommen seid, weil das ist ja Teil dieses Begeisterungsprozesses. Also dieses Buch Zukunft für alle, da haben wir 12 Zukunftswerkstätten gemacht mit VordenkerInnen und haben sie gefragt, wie stellt ihr euch den Verkehrssektor, den Finanzmarkt, Migration im Jahr 2048 vor? Und dieses Szenario, dieses Societal Transformation Szenario, da haben wir einfach ausgehend von einem sehr einfachen Energiemodell uns überlegt, was könnte man denn reduzieren, was halten wir für vertretbar und haben dann auch immer Beispiele gesucht. Also gab es das schon mal in der Geschichte? Also kann man sagen, wir müssen nur auf den Verkehrsbedarf im Jahr 1980 in Deutschland zurückgehen oder gibt es das gerade aktuell in manchen Ländern? Also zum Beispiel gibt es in vielen Ländern natürlich einen viel geringeren Fleischkonsum. Und dann kann man schon sagen, schaut mal, das ist nichts, was
was zwingend zum guten Leben dazugehört. Okay. Aber genau, also wenn man, wer es genau interessiert, da gibt es die Studie. Ja, das spannende Moment ist, glaube ich, tatsächlich die Menschen mitgestalten zu lassen und dann auch sie für solche Ideen mitzunehmen. Aber gehen wir mal weiter an die anderen Referentinnen zu der Frage. Wie nennt man die Menschen mit? Begeisterung. Ja, also diese Frage hat ja auch sehr viel zu tun mit der Frage nach den Transformationsstrategien, die hier auch gefallen ist, also oder die Theorie des Wandels, ne? Und auch, was hier noch im Chat steht, dass es eben diese Problematik gibt. Einerseits glauben wir an einen Wandel von unten, gleichzeitig, wie ist das verbunden irgendwie mit globalen, mit der Zerschlagung globaler Konzerne, stand da, glaube ich. Ja, tatsächlich glaube ich nicht an die eine Wandeltheorie oder den einen Hebel, sondern finde so ein Konzept, was Eric Olin Wright vorgelegt hat, ganz, ganz sinnvoll. Das ist ein vor 2 Jahren verstorbener US-amerikanischer Politikwissenschaftler, der sagt, naja, es ist wichtig, so verschiedene Strategien als miteinander verzahnt zu denken. Zum einen ist es total wichtig, dass in Freiräumen oder in Nischen neue Logiken und Modelle ausprobiert werden, also auch im Sinne von so einem kulturellen Wandel, aber durchaus auch im Sinne von einem materiellen Wandel und einem juristischen Wandel vorwegnehmend, weil in kleinen, in Kommunen, in Einzelprojekten, Haushalten oder irgendwie regionalen Verbünden ganz oft ja auch bestimmte Prototypen, ne, von materiellen Strukturen oder eben von miteinander sein und miteinander entscheiden ausprobiert werden können, die dann total inspirierend dafür sind, welche Gesetze zum Beispiel müssten eigentlich verändert werden, um diese anderen Lebensweisen oder diese anderen technischen Möglichkeiten wiederum möglich zu machen. Also wenn wir an einem Flächendeckender zum Beispiel Komposttoiletten haben wollen, dann müssen wir halt an den Abwasseranschlusszwang ran oder so, ganz praktisches Beispiel. Und dann brauchen wir natürlich Veränderungen auf institutionellen Ebenen und Wright nennt das symbiotische Strategien, also die mit den Institutionen, Infrastrukturen, die da sind, versuchen innerhalb dessen irgendwie Veränderungen durchzusetzen, die aber durchaus auch sehr weitreichend sein können. Ein Beispiel für so eine weitreichende Veränderung wäre zum Beispiel sowas wie ein Grundeinkommen, was innerhalb der bestehenden Institutionen passiert, aber trotzdem relativ unabsehbare Folgen hat, was das sozusagen machen würde mit den Menschen. Und ich möchte jetzt hier gar nicht die Grundeinkommensdebatte aufmachen. Ich weiß auch nicht, ob das gut wäre oder schlecht, aber ich finde es ein interessantes Beispiel dafür, wie so ein institutioneller im Rahmen des bestehenden Folgen der Reform halt große Veränderungen hervorbringen könnte. Und drittens braucht es aber auch tatsächlich Bruchstrategien. Also die Frage, wenn bestimmte Möglichkeitsfenster sich auftun, wie wir das jetzt zum Beispiel mit der Corona-Krise gesehen haben, wo plötzlich so große politische Verschiebungen auch stattfinden, wie sind wir dann auch handlungsfähig? Und das hat natürlich ganz viel mit politischer Organisierung zu tun und mit Menschen, die in sozialen Bewegungen aktiv sind, die auf der Straße aktiv sind, die in verschiedenen Optionsformen aktiv sind, aber auch in politischen Parteien. Wie können wir diese Möglichkeitsfenster dann nutzen, was jetzt in der Corona-Krise zum Beispiel überhaupt nicht passiert ist, im Hinblick auf eine sozial-ökologische Transformation und da auch entsprechende Gegenmacht aufbauen, das, was eben im Chat auch angesprochen wurde, was im Moment nicht absehbar ist und auch fehlt. Tatsächlich habe ich da auch keine Antwort darauf. Also außer, ich versuche es mit all meiner Kraft, du versuchst es mit all deiner Kraft. Ihr Zuhörer versucht es wahrscheinlich mit all euren Kräften. Und in diesem Zusammenhang tatsächlich habe ich immer so ein bisschen ein Unbehagen bei dieser Frage, wie können wir jetzt Leute begeistern oder mitnehmen, weil das sowas hat von Leute so überreden, so Werbung machen für irgendwie einen anderen Lebensstil. Und das finde ich alles irgendwie so bevormundend und auch ein bisschen unangenehm. Und tatsächlich würde ich sagen, mir geht es überhaupt nicht darum, Leute
mitzunehmen oder zu begeistern oder zu überreden, sondern mir geht es eher darum, so mit Menschen zu sprechen, dass sie ehrlich und radikal auf ihre eigene Situation blicken und sich fragen, warum unterstütze ich eigentlich mit meinem täglichen Handeln ein System, das mir selber schadet? Weil das betrifft ja tatsächlich 95% der Menschen, die derzeit auf diesem Planeten leben. Also, dass sie mit großen Teilen der Lohnarbeit, die sie verrichten, dazu beitragen, dass bestimmte ausbeuterische Strukturen aufrechterhalten werden oder dass sie massiv darunter leiden, was weiß ich, eine Bekannte von mir ist eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind, die lebt in einer 1,5-Zimmer-Wohnung an einer großen Hauptstraße in einer großen Stadt. Ich meine, das ist super, das ist ein total blöder Lebensumstand. Es ist überhaupt nicht in ihrem Interesse, genau diese Art von Wirtschaft und Gesellschaft aufrechtzuerhalten und dahin zu kommen, zu sagen, aber hör mal, das ist doch gar nicht gut. Sondern, glaube ich, eher darum geht es eher tatsächlich, mit Menschen so ins Gespräch zu kommen, dass sie ermächtigt werden, dort, wo sie halt Diskriminierungen erfahren, dort, wo sie schlechten Lebensbedingungen ausgesetzt sind, immer wieder sich zusammenzuschließen und zu sagen, ja, dagegen wollen wir angehen, weil wir wollen für ein gutes Leben für alle Menschen kämpfen. Und das finde ich total spannend, also zu gucken, wo sind da die Hebel, um Menschen zu ermächtigen, auch für sich selber zu sprechen und sich nicht so rein zu begeben in ein System, was sie eigentlich gar nicht wollen und was zu großen Teilen auch für sie selber und auch ihre potenziellen Kinder, Enkel, Nichten, Neffen auch gar nicht gut ist. Und dazu muss sich dann gar niemand überreden. Ich halte mich kurz, aber einfach zu sagen, dass ja, ich denke, wenn Leute mitgestalten, das ist wichtig, aber ich komme viel mehr, ich arbeite mehr so mit politischem Wandel und wie ich das sehe, ist, weil jemand hat von Konzernen geschrieben, auch mein Lebensarbeit ist viel mehr gegen die Mächtigen zu kämpfen und ich denke, es geht wirklich darum, dass wir müssen die Macht Verhältnisse umverteilen. Und wir machen das nur, indem wir zusammenkommen und kollektiv handeln. Ich denke nicht, dass es geht um Einzelpersonen, aber gleichzeitig, ich glaube auch nicht, dass es gibt nur eine Strategie. Ich habe es auf meiner Webseite kürzlich einen Artikel geschrieben, ich glaube aber auf Englisch, zu diesem Urteil gegen Shell. Einfach zu sagen, dass wir brauchen eine Diversität von den Strategien und diese Idee, dass du bist nur eine Aktivistin, wenn du bei Ende Gelände dabei bist und wenn du machst etwas juristisch, das ist weniger gut. Eigentlich, wir brauchen viele von diesen Strategien, aber ich würde sagen, das, was sehr wichtig ist, ist wirklich, dass wir die Marktverhältnisse kippen. Und das Letzte, was ich würde sagen, ist mehr als begeistern, ist wirklich Leute, die Chance geben, das mitzugestalten und das heißt zuzuhören und manchmal Änderungen zu machen. In der Schweiz, ich bringe es nicht dazu, dass die Raum in der Klimabewegung für Migrantinnen zum Beispiel machen, weil sie nicht genau die gleiche Idee haben, aber die sind viel näher als, denke ich, was die Konzerne machen möchten. So, das wäre meine Botschaft. Danke. Danke. Markus hebt zurecht die Hand, um zu sagen, hey, spannende Fragen im Chat, die will ich noch übernehmen. Aber es ist total spannend, euch natürlich zu erleben, aber im Chat ist richtig viel los und es kommen sehr spannende Fragen. Vielleicht eine, die relativ schnell beantwortbar ist, ist die Frage nach einem Szenario für Großstädte und den Energiekonsum. Also viele der Szenarien bezieht sich ja auch eher, könnten sich zum Beispiel auch eher auf ländliche Räume beziehen. Aber wie soll die Großstadt mit Energie versorgt werden, um auf das nötige Energielevel zu kommen? Das vielleicht eine kurze technische Frage von euch. Und dann habe ich noch mehrere andere Fragen, aber vielleicht mit der, weil die am kürzesten beantwortbar ist, mal zuerst. Hi, kurz und knapp. Kannst du mal sagen, welches Energielevel? Sorry. Das Energielevel, damit wir alle auf das 1,5-Grad-Limit kommen und Klimagerechtigkeit erzielen. Und so habe ich zumindest die Frage verstanden, eben ein Szenario für Großstädte, wie dieses Level, dieses erträgliche und nachhaltige Energielevel erreicht werden kann.
Ja, also da müsste ich auch, also ich würde auf die Studie nochmal verweisen, was man da machen muss in Städten. Das Energielevel, was wir, ich weiß, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir das Energielevel errechnet haben, jetzt auf die Kopf runtergebrochen in der Studie. Deswegen kann ich das nicht so genau sagen, welches das ist. Also kann man sich vielleicht die Studie anschauen und gucken, der Endenergieverbrauch ist dargestellt, dann müsste man noch die Anzahl der Leute in Annex 1 Ländern teilen. Also sorry, ich habe gerade da keine Antwort auf die technische Frage. Ich habe auch nicht so gutes Gedächtnis, was so Zahlen und sowas angeht. Man könnte auch auf C40 schauen, die sind die 100 größten Städten in der Welt, die was machen. Es ist sehr spannend. Ich habe sehr viel mit den Leuten zu tun gehabt und ich unterstütze die Stadt hier in Bern. Es ist für jede Stadt anders, aber es ist, die können nicht alles entscheiden selber, weil zum Beispiel Energieherstellung ist nicht, eine Stadt entscheidet das nicht. Aber ich würde euch auf die Webseite von C40 verweisen. Also das nochmal in den Chat schreiben, Payal, damit es dann alle sehen können bezüglich auch der Frage Szenario für Großstädte. Dann ist nochmal deutlich die Frage aufgekommen, welche gesellschaftlichen Akteure, jetzt vielleicht weg auch von dieser Begeisterungsfrage, aber wer wäre in der Lage, auch diese Umsetzung hin zu dem, was ihr fordert, überhaupt umzusetzen? Wer kommt euch da rein? Wie ist das machbar? Genau, also die Frage ist auch so ein bisschen gesellschaftliche Kräfte versus individuelle Verantwortung. Also was erwarten wir von uns als einzelnen Konsumentinnen und Verbraucherinnen, aber was muss auch Politik gestalten? Und wenn ja, wer und welche Akteure sind dafür da, kommen euch da in den Sinn, die das überhaupt umsetzen könnten, was ihr dort vorhabt? Er fühlt sich berufen. Andrea hebt die Hand. Na, ich würde, glaube ich, eine ganz kurze Vorbemerkung machen und dann kann jemand anders noch was. Ich habe ja schon viel zu Akteurinnen gesagt. Wenn ich auf individuelle Menschen mich beziehe, dann würde ich das nicht verstehen als in Bezug auf Menschen als Konsumentinnen oder VerbraucherInnen, sondern Menschen als politische BürgerInnen und Menschen als Arbeitende. Weil ich glaube, da sind die viel größeren Hebel. Also weil viele von uns 8 Stunden am Tag mit irgendeiner bestimmten Arbeit verbringen. Und ob wir eine Arbeit machen, die im Prinzip zur sozial-ökologischen Transformation beiträgt oder zum Wohle von Menschen beiträgt, zum Beispiel im Care-Sektor hoffentlich, oder ob wir irgendwie in einer Munitionsfabrik stehen, das macht schon einen ziemlich großen Unterschied. Und das ist schon eine Lebensentscheidung, die natürlich, je nachdem, welche Privilegien eine Person mitbringt, nicht in gleichem Maße frei ist zu treffen, aber einen bestimmten Spielraum hat doch jede Person in ihrem Leben, den sie treffen kann, sozusagen, wo sie tätig sein kann, bis zu einem gewissen Grad. Oder als politische Bürgerin auch, wo sich eine Person engagieren kann. Und auch hier, je nach Privilegien, zum Beispiel, ob eine Person das Staatsbürgerschaftsrecht hat an dem Land, in dem sie lebt oder nicht, ist das ungleich verteilt. Und dennoch gibt es immer Möglichkeiten, sich einzubringen oder sich nicht einzubringen. Das meine ich, wenn ich auch von Verantwortung von Einzelnen spreche, ob die Person dann im Bio-Supermarkt einkauft oder nicht, würde ich sagen, ist eher eine Lebensstilentscheidung. Dann ist noch eine sehr spezielle Frage, die muss ich mal vorlesen. Mich würde sehr interessieren, welche Bedeutung ihr dem für die Degrowth-Szene ziemlich bedeutsamen Werk The Entropic Law and the Economic Process vom Ökonomen Nicholas Georgescu-Roegen beimisst. Reicht das Entropiegesetz nicht schon komplett aus, um auf theoretischer Ebene darzustellen, dass Technik letztendlich keinen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit leisten kann? Habe ich richtig verstanden, dass jede Technik das ökologische Problem letzten Endes nur zeitlich, räumlich, stofflich und systemisch verlagert und Techniken wie zum Beispiel Windkraft oder PV uns letztlich nur geringfügig mehr Zeit, bis wir den ökologischen Abgrund erreichen, verschaffen können? Das ist jetzt, da ist jetzt überhaupt die Frage, kennt jemand von euch dieses Buch, wenn das von euch keiner kennt, können wir die Frage quasi gleich, müssen wir das leider dann, können wir das hier nicht verarbeiten. Kennt das jemand? Wenn ja, der möge sich dann berufen fühlen, auf diese Frage sehr speziell zu antworten.
Ah ja, nicht Kai, nicht Andrea sehe ich gerade nicht. Also ich habe in meinem, ich dachte Andrea ist Expertin, aber ich bin nicht sicher. Ich habe im Studium mal was dazu gelesen, ist schon sehr lange her. Ich kann die Frage jetzt nicht beantworten. Was ich, glaube ich, da gerne dazu sagen will, ist, dass ich als Umweltwissenschaftler schon manchmal das Gefühl habe, ich habe eine andere Sicht auf Dinge, gerade wenn es mit, wenn man mit Ökonomen spricht, dass ich immer denke, es gibt nichts umsonst. Also diese Vorstellung, wir können den Energieverbrauch erhöhen und dann bauen wir einfach mehr erneuerbare Energien oder welche anderen Techniken, dann denke ich immer sofort, ja, aber das hat alles irgendwelche Auswirkungen auf die Umwelt. Und wenn man das an ja, das ist, glaube ich, oft eine Sicht, die fehlt. Mit Ceausescu Rögen und Entropie, da bin ich unsicher, weil es ja auch noch einen relativ großen Input an Energie von der Sonne gibt und ob der nicht sogar ausreichen würde, technisch. Weiß ich nicht genau. Ja, das würde ich auch stapeln, weil Ceausescu Rögen hat das Werk ja auch geschrieben, bevor Solarenergie erfunden war. Und bin mir nicht sicher, ob er das genau gleich formulieren würde jetzt. Okay, alles klar. Gut, wunderbar. Das für eine. Schönen Dank. Ich war gerade ein bisschen in Sorge, ob wir die Frage auch beantwortet können, aber es sind ja hier echte Experten da, die kennen sich aus. Dann war noch eine konkrete Frage an Kai, bezogen auf deine zweite Folie, die sehr stark auf die Begrenzungen eingeht und die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, das in positive Ziele umzuwandeln sozusagen, anders zu benennen, um damit eben auch mehr, ja, wieder mal das Thema Begeisterung oder eine andere Konnotation zu bekommen. Das ist vielleicht auch eine Stilfrage, aber die Frage, ob das eben, ja, ob das möglich wäre, eben weg von der Begrenzung, die so eine negative Konnotation hat, so lese ich das daraus, hin zu einem positiv benannten Ziel. Ja, nee, ich hatte, das stimmt. Ich hatte das in den Text so geschrieben und dann habe ich versucht, das irgendwie zu bildlich darzustellen, aber das ist auf jeden Fall ein Schwachpunkt dieser bildlichen Darstellung. Im Zentrum steht auf jeden Fall ein gutes Leben für alle und eine bedürfnisorientierte Wirtschaft. So ist es eigentlich auch in den Veröffentlichungen. Okay. Es gab tatsächlich noch eine Frage zum, warum wir Zoom genutzt haben. Annika, kannst du dazu vielleicht sogar was sagen? Leider nein, das gebe ich weiter an Kai. Ja, also wir würden gerne eine gute freie Software nehmen. Unsere Erfahrung ist, dass es gerade mit mehreren Leuten dann doch technisch problematischer ist, die Klangqualität schlechter ist. Wir haben auch jetzt schon verschiedene andere Sachen ausprobiert. Und deswegen sind wir gerade auf Zoom, sitzen auf Zoom und finden es aber auch nicht gut. Ich muss auch sagen, unser Verein ansonsten benutzt eigentlich nur freie Software. Und wir haben auch letztes Jahr einen Kongress gemacht mit 1500 Leuten online und haben da auch einen Leitfaden geschrieben. Also wir wissen eigentlich, wie es auch mit freier Software geht, aber manchmal ist es, aber manchmal schaffen wir es einfach auf dem Aufwand her nicht. Ja. Aber genau, wer einen Leitfaden will, wie man einen tollen Online-Kongress mit freier Software machen will, mit für wenig Geld, den gibt es auch auf der Seite Zukunft für alle. Jetzt. Vielen herzlichen Dank für die praktischen Hinweise. Wir kommen leider, leider schon zum Ende unserer Veranstaltung. Ich bitte doch mal darum, Hinweise auf gute Werke, Lesetipps, aber auch auf Veranstaltungen der hier präsenten Personen im Chat einfach hinzuweisen. Wir haben auch die Möglichkeit, die dann nochmal rauszukopieren und auf Anfrage, persönliche Anfrage auf uns teilen wir das dann gerne im Nachgang. Wir haben ja leider keine Teilnehmendenliste mit E-Mail-Adressen, sodass Sie und ihr dann proaktiv auf uns zukommen müssten. Wir bedanken uns erstmal an dieser Stelle bei allen, die sich an der Veranstaltung beteiligt haben, an Kai Kuhnhen im Besonderen, an Andrea Vetter und Teil für die tollen Beiträge, an Markus für die schöne Funktion als Anwalt des Publikums. Mein Eindruck ist, er hat das grandios gemeistert. Wir haben noch im Hintergrund meinen Kollegen Fabian Scholtes, der das Ganze begleitet und mitbeworben hat, der leider heute nicht dabei sein kann. Und ich möchte noch einmal abschließend benennen, dass, glaube ich, mehr als deutlich wurde, dass die ökologische Krise nicht ohne die soziale Krise gelöst werden können, alles miteinander verbunden ist, wie Papst Franziskus das auch in seiner Laudato Si so deutlich macht. Und ich möchte zum Ende hin auf ein Zitat von Peil eingehen,
die so schön betont, wenn wir aufgeben, kann sich nichts ändern. Und ich bin fest davon überzeugt, dass alle Beiträge, die wir leisten, sich irgendwann summieren, sofern wir sie dann im Geiste der großen Transformation sehen und nicht nur in kleinen Schritten denken. Wir freuen uns auf Feedback zu dieser Veranstaltung von Ihnen und euch, und zwar jetzt. Es wird ein erneuter Link eingestellt von Kai Kuhnhen, und dieser führt zu einer kleinen Abfrage, wie die Veranstaltung gefallen hat und was wir beim nächsten Mal besser machen können. In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie engagiert und auf bald.